Die Spannung steigt hier in Sonic Forces. Wir sind langsam und steigern wir uns eventuell beim Finale. Und jetzt geht es ja auf jeden Fall erstmal weiter in Level 25. In wir haben nicht mal eine Stunde, bevor Dr. Eggman seinen Plan ausführt. Wir haben keine Zeit. Wir müssen sofort in die Festung. Stimmt. Das ist unsere letzte Gelegenheit, wieder Frieden in die Welt zu bringen. Aber wenn der Kampf vorbei ist, müssen wir uns von Sonic trennen. Also von diesem Sonic, oder? Ja, wenn der Phantom-Rubin fort ist, kehrt er wohl in seine Dimension zurück. Danke für alles, Sonic. Ich werde nie vergessen, was du für uns getan hast. Heb dir deine Gefühle für später auf. Das hier ist noch nicht vorbei. Wir haben noch einen Kampf vor uns. Genau, das ist unsere letzte Chance. Gehen wir aufs Ganze. Machen wir es auf jeden Fall. Perfekt. Ich wurde zwar wieder gestört, wie beim letzten Part. Aber okay, oh, jetzt schon. Omega? Was? Wer war es? Ziel erneut bestätigt. Eliminiermodus aktiviert. Rache unvermeidlich. Omega, du warst mit bei uns? Abgefahren. Wann ist endlich Schluss mit diesen Nervensägen? Ich werde euren Widerstand verbrennen. Und euch gleich mit. Nein, ist das nicht. Solange wir unter der Kontrolle des Phantom-Rubins sind, ist das für uns real. Das ist unfassbar. Was können wir schon dagegen ausrichten? Die Sonne wird auf euch herunterfallen. Zack! Ende! Euer mieses Dasein ist gelaufen. Sieh mal, es reagiert. Dr. Eggman sagte was von Phantom-Rubin-Prototypen. Lass mal sehen. Wow, das ist es. Er sagte, ein Phantom-Rubin-Prototyp reagiert genau auf die Person, die ihn aktiviert. Das bist dann wohl du. Wahrscheinlich haben dein Mut und deine Tapferkeit ihn aktiviert. Wenn du ihn einsetzt, kann er vielleicht diese Sonne verschwinden lassen. Okay, die Cutscene ging jetzt etwas länger. Aber gut. Ich hätte das umändern sollen. Das ist schon wieder dieser Feuerwisp. Alter! Ist ja voll umsonst. Oh ja, endlich! Der Bohrer in Sonic Colors war aber cooler. Der Cube. Was? Der Cube? Hä? Den hab ich. Ah, ne, doch, den hab ich doch. Den hab ich doch. Nichts zu stürzen. Man merkt oder so. Sorry, bald ist wieder. Bald das Finale, so. Das ist irgendwie. Boah, also langsam wird's schon irgendwie krass, ne? Irgendwie. Langsam wird es so richtig nice.
Nein, nicht so schnell. Ich wollte abbremsen extra. Mann, was soll denn das? Zum Glück hat man hier auch irgendwie unendliche Leben. Hier Mario Odyssey, so als wäre ich schon längst Game Over, bestimmt. Ey, das ist nicht wahr. Das ist echt nicht wahr. Ich stelle mich an wie die letzte Flasche. Geh weg. Dankeschön. So. Dürfte ich endlich mal wieder normal weitermachen? Ohne Fails? Wäre schon cool. Ich habe abgebremst, aber zum Glück ist er hier hingesprungen. Boah, Alter. Ich mach's jetzt einfach mal so, damit es ein bisschen chillig abläuft. Nee. Kein Problem. Die Musik, Alter, ist krank. Voll krass. Und voll chillig. Man muss hier aufpassen, dass man hier keinen Fail macht, ne? Wandsprünge, Plattform rumgejumpe. Das macht das Ganze ein bisschen nervig, aber... Nee, gut. Nee, ich setz am besten ein, bevor ich hier noch sterbe. Nochmal. Das möchte ich nicht so. Ich folge einfach mal den Levelaufbau und betrachte so, wie es so aussieht. Mhm. Die Musik ist voll geil, irgendwie. Richtig gut. So, Checkpoint auch endlich wieder. Noch ein Bohrer vielleicht? Nö. Wie komme ich jetzt nach unten? Okay, ich muss erstmal herausfinden, wie man die Stampfattacke ausführt. Na, das war nicht so gut. Ist hier nur der Asteroid oder was? Nein! Ey, ich bin irgendwie gerade so richtig dumm, irgendwie gerade habe ich so das Gefühl, ne? Um was geht's gerade? Wir sind doch gleich oben, falls es damit gemeint ist. Jetzt sind wir oben. So, ja, wir sind auf jeden Fall schon da. Yay. Ja, wunderbar. Ich muss sagen, jetzt bekomme ich wirklich so langsam Bock drauf. Irgendwie, ich weiß nicht. Was? Setze in einem Avatar-Level einen Bohrer-Wispern ein. Ja, das haben wir gemacht. Wurde ja auch mal Zeit. Okay, mit irgendeinem Stuff, mit dem ich nichts anfangen kann. Was mir jetzt auch nicht so gut gefällt. Das ist irgendein Schal. Sieht aus wie so ein Topfschnitt. Nur passend für den Winter. Naja. So, noch was? Nö. Gut, einwandfreie Spitze. Noch ein Cutscene. Oh, wow. Denn euer Leben ist jetzt vorbei. 3, 2, 1, 0. Was? Die Sonne, sie ist weg. Was? Was ist passiert? Unmöglich! Ich dachte, alle Prototypen wären zerstört. Ein teurer Fehler, Dr. Eggman. Deshalb prüfe ich immer alles doppelt, wie gute Wissenschaftler es eben tun. Jetzt wird's ernst, Freunde. Wir müssen die Gelegenheit nutzen und es ihm zeigen. Jetzt geht's so langsam ins Eingemachte, ey. Es wird noch heftiger. Es wird noch heftiger, Mortar Canyon. So übelstes krasse Feeling, so wie so Weltkrieg-mäßig. Oder es kommt schon vor, halt, als wäre das Star Wars nur in billiger. Also so laut der Vorschau sieht es schon fast aus so Raumschiff-mäßig. Aber ja gut. Eggman Empire Fortress.
Mortar Canyon, Level 26. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das muss viel Energie verbraucht haben. Der Phantom-Rubin sollte jetzt schwächer sein. Das ist unsere letzte Chance, Infinite zu besiegen. Alle Schiffe, unterstützt Sonic und die anderen. Gebt ihnen Rückendeckung und lenkt den Feind ab. Einfach runterspringen oder was? Ah ne, geht auch so weiter. Alles gut. Also langsam geht's auf jeden Fall ganz stark ins Eingemachte. Wir warten auf dich, Infinite. Okay, so jetzt auch nicht. Hey, Mann. Wie beim letzten Part nur am Failen. Was los, ey? Was los? Warum bin ich überhaupt gesprungen? Das hat keinen Sinn gemacht. Jojo, sogar noch überlebt. Auch geil. Okay. Darf ich aber mal normal wieder weiterlaufen? Dankeschön. Ich nehme mal den Ring mit hier auf dem Weg. Ganz genüsslich. Boah, muss aber ein bisschen aufpassen hier. So, und jetzt? Okay. Puh. Der sah voll komisch aus, der Bart passt überhaupt nicht. Oh, alle weg mit euch, verzieht euch. Ah, vielleicht noch den einen noch mitnehmen, vielleicht? Na, geht dann halt nicht, lass bleiben. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Nein, das war zu weit! Nein! Nein! Das war zu weit! Scheiße! Oh Mann, war das dämlich. Gut, noch ein Versuch. Diesmal mit dem Ring vielleicht sogar, weil so auf dem Weg und so steht sich. Nur alle Mann vom Bord! Ich hätte nicht speeden dürfen. Okay, den Ring hätte ich auch mitnehmen können, weil ich ein bisschen in der Luft stehen geblieben wäre. Besser gewesen, aber okay, gut. Ja, jetzt ein bisschen vorsichtiger. So, jetzt aber. So. Jetzt bin ich mal ein bisschen weitergekommen. Juhu. Toll. Hä? Warum wurde ich jetzt trotzdem getroffen? Betrug. Ich habe keine Ringe. Ich habe keine Ringe. Ist egal. Ich habe das Level beendet. Passt schon. Egal. Juhu. Einwandfreie Spitze. Wunderbar. In einem Sonic-Level den Verfolgungsangriff einsetzen. Hab ich doch schon genug? Oder ist das so eine Daily-Mission? Also tägliche Mission, die man irgendwie machen muss, um irgendwas zu bekommen? Oder wie? Lego? Kapitänsmütze? Wieder irgendwelche Handschuhe? Irgendwas anderes, was komisch aussieht. Okay. Wieder eine Cutscene vielleicht? Wir haben ja noch keine gehabt. Okay, diesmal nicht. Sind es nicht 30? Und nicht 27? Warum kommt jetzt ein Bossfight? Egal. Gegen Infinite. Jetzt wird's spannend. Bin mal gespannt, was er diesmal so zu bieten hat. Oh. Cutscene! Kleiner Igel. Selbst wenn der Phantom-Rubin schwach ist, habe ich genug Energie, um dich zu blauem Brei zu zerquetschen. Ich zeig dir, wie unterlegen du bist. Das überlegst du dir lieber. Ich leg dich erstmal übers Knie. Also wenn das keine krasse Ansage war, dann weiß ich auch nicht.
Dann werden wir ein weiteres Mal Infinite zu Boden stampfen. Na, okay. Fühl dich cool. Wie wäre es mit hier liegt der blaue Meteor? Wie wäre es mit hier schlummert der maskierte Clown? Den Grabstein wirst schließlich du brauchen, oder? Der war gut. So, zeig, was du kannst. Bis jetzt war es einfach nur nichts. Und noch näher angreifen, oder? Ah ne, diese Teile irgendwie zerstören und dann ihn. Oder nochmal. Yeah, perfekt, Mann. Der war sogar sehr gut. Ah, ich darf mich auch nicht so langsam bewegen, weil falls ja, dann werde ich ja von seiner Macht getroffen, die hinter mir verfolgt wird. Okay, das ist halt leicht. Hier einfach hier so dazwischen. Das ist kein Problem. Muss ich wahrscheinlich wieder diese Teile wieder zerstören. So wollte ich das eigentlich gar nicht. Ah, jetzt gut. Perfekt. Und wieder in die Fresse. Boah, in den Allerwertesten. Dann nochmal. Muss ja ziemlich schmerzhaft sein. Achso, ich dachte jetzt schon. Ah, jetzt lasse ich mal die Cut ziehen. Das ist ja im Bossfight. Stehen wir immer bei und zusammen werden wir siegen. Einwandfrei. Okay. Als Illusion. Du kannst dich einzig auf dich allein verlassen. Ja. Ah, jetzt auf einmal. Gerade eben bin ich die ganze Zeit durchgekommen. War jetzt nicht so geil. Kann ich wieder nochmal was sehen? Dankeschön. Das sieht richtig dadurch kacke aus. Achso, er wartet nur drauf, getroffen zu werden. Cool. Wird ja mal besser. So. So, was machst du jetzt? Was soll denn das für ein Scheiß? Okay, egal. Ah, dass man danach so... Nach dem Treffer, dass das dann so aussieht. Ey, das ist so kacke. So, hätte ich jetzt den Asteroiden oder so, das wäre sogar praktisch gewesen hier. Das konnte ich ja nicht wissen. So, mehr hast du nicht mehr. Ich warte nur förmlich drauf, damit ich dich wieder angreifen kann, mein Gutster. Da renne ich lieber so komplett durch. Ja, wobei, war keine gute Idee. Ja, jetzt habe ich keine Ringe mehr, toll. Gib mir Ringe. Oder vorbei, egal. So. Oh, fast vorbei, ne? Fast vorbei. Nice. Komm, jetzt schlagen wir dich in die Fresse komplett. Bam. Tja, du bist wohl doch nicht so stark, wie du denkst. Ja. Perfekt. Okay. Haben wir noch den S-Rang bekommen. Einwandfreie Spitze. Toll! Wieder eine Mission geschafft. In einem Sonic-Level Schnellschritt eingesetzt. Okay. Naja, sie sieht jetzt nicht so geil aus, aber ja gut. Passt schon so einwandfrei. Level 27 abgeschlossen. Das sieht komisch aus. Das sieht auch komisch aus. Das geht sogar. Naja. Verdiene zweimal Gold als Wolf. Okay. Nur noch ein Bohrer. Irgendwelche Taschen für Schusswaffen oder so. Pilotenbrille. Noch so ein Handschuh. Irgendwelche Schuhe. Okay. Ja. Ja, irgend so ein Röckchen, wieder diese komischen Topfschnitt, pink, irgendwas, wieder Handschuhe, wieder Schuhe, irgendwas. So, komm. Komm schon, ich will weitermachen. Cutscene! Viel zu viele gerade im Moment. Nicht besiegt werden. Falsch, Loser. Was nicht besiegt werden kann, das sind Herz, Seele und wahre Freundschaft. Drei Dinge, die weder du noch deine falschen Helfer haben. Nein.
Warte. Ich kann noch kämpfen. Du überraschst mich immer wieder, Sonic. Ich hätte nie gedacht, Infinite könnte verlieren. Mein Triumph wird jetzt noch größer, wenn ich dich besiege. Du hast noch nicht gewonnen, du blaue Nervensäge. Jetzt geht mein Plan erst richtig los. Wie willst du das Lob bitte schön noch einstellen? Nee, anrichten. Wir haben ja schon fast alles. Wir sind ja fast am Ende. Also ich bin gespannt, was er noch eventuell in der Hinterhand hat. Da bin ich schon etwas gespannt, muss ich sagen. Machen wir jetzt auf jeden Fall jetzt hier weiter in Level 28. Wieder Iron Fortress. Eggman Empire Fortress. Oh yeah! Ah, es wird immer dramatischer. Auch wieder 2D-Sonic am Start. Classic Sonic Power! Okay. Was ist das für ein Scheiß? Irgendwelche komischen Verfolgungsraketen. Vor allem die wirbeln so beschissen und dann werde ich eventuell getroffen. Was ist das für ein Müll? Ist ja voll komisch. Nee, scheiß auf diese Ringe da. Und das war aber gut ausgewichen. Dann dürfte ich mal weiterlaufen? Dankeschön. Sehr gut. Oh ja, genau, geht noch mehr ab, ne, ist klar. Ist ein bisschen krass gerade. Ne, kann ja kein Doppelsprung. Nein. Ah ja, und jetzt hier dran wahrscheinlich. Achso, der läuft da automatisch. Okay. Ich belasse mal lieber und gehe mal weiter nach rechts. Ist auch besser so. Der gute, geeignete Weg. Scrolling? Euer Ernst? Okay, das habe ich noch nie miterlebt, dass auch Sonic Scrolling-Levels bekommt. Aber okay. Da ist man dahingestellt. Das bemerke ich jetzt, das ist das erste Mal. Gab es überhaupt mal so eine Art Scrolling bei einem Sonic-Spiel? Ich glaub nicht. Verdammt nochmal! Mann, das dauert alles jetzt viel zu lange, ne? Oh, warum? Warum? Warum gibt's allgemein überhaupt sowas? Es ist kacke! So, einfach nur Müll. So eine Art von Scrolling. Das ist einfach nur. Wer braucht sowas? Das ist einfach nur langweilig. Es dauert dann auch immer so lange, ey. Boah, nee. Braucht keiner, wirklich. Okay, zum Glück war das nicht so wichtig. Boah, das war jetzt knapp. Ach du Kacke. Na, nee, komm, ich hab genug Ringe, das reicht schon so. Okay, soweit, so gut. Boah, es wird gerade so zum Kotzen gerade, was hier. Aber das Scrolling ist ein bisschen schnell, ne? Wenn man nicht hinterher kommt. Okay. Oh, geschafft. Ja, springt drüber. Dankeschön. Ja, ey, komm. Was ist denn das für ein Rotz? Der übelste Betrug, ne? Okay, das ging sogar noch. Ja, jetzt müssen diese Stacheln auch noch mit dazukommen, ne? Ist klar. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon wieder. Weiß, dass ich hier nichts zu suchen habe. Definitiv nicht, aber ist mir egal. Die Truppen kommen schon. Oh, noch schneller. Cool. Einmal frei. Geht's wenigstens noch schneller vorbei. Das war unnötig. Aber, oh ja, gut, ne? Verdammt. Okay.
Sei es mal dahingestellt, was Amy jetzt gerade von sich gegeben hat. Ja, cool, ne? Lass mal das mal dabei. Aran. Wunderbar, einsame Spitze. So. Naja, den Stuff. Nee. Diese Bärte. Ja, so eine Kombination aus Vollbart. Und es andere Töns. Wieder irgendwas Lego oder irgendwas Beschadliches, nur ein bisschen Gold. Okay. Und nun? Okay, gut. Wir sind langsam beim Finale angelangt und ich würde sagen, der nächste Part wird auf jeden Fall der allerletzte. Es sei denn, es kommt noch irgendwas Spontanes. Was ich jetzt nicht denke. Aber ja, okay, gut. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, Abo wäre geil. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im letzten, im wirklich hoffentlich letzten Part hier in Sonic Forces. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute. Macht's gut. Tschüss.